Wir haben schon Rack. Es ist auch bloß so, ich bin so ein Mensch, ich habe so von Programmieren und so ganz wenig Ahnung. Das heißt, du musst jetzt so ein bisschen für Dumme erklären, ein paar Sachen. Und ich wollte einfach so ein, für meine Zuschauer, falls das jetzt jemand anguckt, also es geht um ein soziales Netzwerk, wie Facebook in Net hieß es mal in der Süddeutschen, Stuttgarter Zeitung, sorry. Und es ganz viele Leute, auch wenn sie sich nicht damit auskennen, wissen, da ist irgendwas im Argen. Facebook ist nicht ganz so toll. Also die, viele Leute sind da angepisst, glaube ich. Aber es gibt doch diese Vorteile und man sollte sich ja übers Internet connecten können. Und jetzt wollte ich ein paar ganz konkrete Sachen rausgeben an die Leute. Und zwar, das ist natürlich ein dynamischer Prozess, aber wenn du jetzt dir überlegen würdest, dass es in dem Tempo weitergeht, wie es jetzt gerade geht, das ändert sich ja ständig natürlich und so. Ab wann wäre es absehbar, dass diese Beta-Testphase, dass zum ersten Mal ein normaler User, wie jetzt ich, sich zum ersten Mal... Aber dass jetzt quasi ich auf Human Connection gehen kann und quasi mir einen Account machen kann. Also es wäre schön, wenn man mit einer Minimum-Version, ja, so eine Minimum-Version einfach an den Start gehen könnte, wo mal so die ersten Funktionen hinterlegt sind. Das muss aber natürlich schon ein Mehrwert sein zum Ausprobieren. Es ist bereits du da gesehen hast, da ist eine Version da, ne? Die ist nur nicht deployed, nicht getestet. Das ist immer sehr schwer, aber wir hoffen natürlich bis zum Ende des Jahres auf jeden Fall eine Version mal dazu haben, wo man sich da anmelden kann. Und die Funktionen stehen jetzt schon bereits. Und die HDM-Leute, die haben das ja mal getestet. Ganz genau, ja. Dort richtig. Und haben Feedback darüber gegeben, wie genau. Es ist. Ja, also es war eine sehr lange Untersuchung, da gab es einen Monat Untersuchung und einen Monat Auswertung. Sind über 700 oder 800 Seiten Berichte, wo da zusammengekommen sind. Und das haben wir einfach dann auch mit eingearbeitet. Und was wirklich schön war, das war so das Action-Button, das einfach so jedem zeigt, so, du kannst was tun am Ende einer Nachricht. Ne? Das ist so eine der Hauptkomponenten von Human Connection, dass man halt bei jeder Nachricht auf den Action-Button draufklicken kann und dann gucken, was ist zu diesem Problem, was ich da jetzt tun kann. Und die halbe Welt fragt ja, was soll ich denn jetzt tun? Ja. Und genau darum geht es, dass wir halt am Ende einer Nachricht nicht dann sitzen bleiben und denken, scheiße, und ich fühle mich alleine. Nein, sondern dass wir in die Aktion kommen. Und wir durch Verlinkung kann man einfach die Menschen von Informationen in die Aktion bringen. Und das macht man am besten damit, wenn man sie an dem Punkt abholt, wo sie sind. Das heißt, wenn sie eine schlechte Info gelesen haben, dann tun wir denen eine gute Aktion hinstellen und dann können die daraus was machen. Und sehen dann auch, was eigentlich auf der Welt alles schon gute Dinge passiert. Ne? Das ist ja Wahnsinn. Man muss das mal darstellen, weil die Leute sehen das gar nicht, wie viel Bewegung da schon drin ist und man braucht da nicht das Gefühl haben, alleine zu sein, weil überall schon Leute sind, die sich wirklich von der besseren Welt einsetzen. Ja? Und gerade Beispiel Bienensterben. Wir haben bei uns 2 Bienenzüchter im Team. Ja. Die züchten Bienen. Ja? Und mehrere Solawi-Leute und man kann da so vieles tun. Und genau darum geht es. Und Human Connection ist nachher ein Netzwerk, das jedem dabei helfen soll, extrem viel Zeit zu sparen, direkt zu Informationen zu kommen, differenzierter zu diskutieren, ja, anders zu kommunizieren und mehr Möglichkeiten zu haben, auf eine Information einzugehen. Ja. Und wir wollen einfach ganz in die Tiefe reingehen im Informationsbereich und einfach auch den Menschen insgesamt mehr Wissen zutragen, indem sie es schneller analysieren oder auch bewerten können, weil es bereits zusammengefasst ist und der Mehrwert ist durch eine Nutzer-Community entstanden, die durch Klassifizierungen da einfach Mehrwerte schafft, indem die Dinge wieder gefunden werden können. Und darum geht es ja. Nicht einen Post machen, der dann weg ist auf einmal nur 3 Tage was wert ist, sondern eine Information reinbringen, die immer wieder Wert haben kann, wenn sie mit etwas verknüpft werden kann. Das hast du jetzt gerade erzählt da drin. Genau. Wir haben jetzt den Vortrag nicht mitgefilmt. Deshalb, du hast quasi gesagt, wenn ich jetzt was zum Bienensterben schreibe und es gibt einfach schon dieses Actionfeld, dass es eine spezielle Aktion zum Bienensterben gibt, dann muss die nicht jedes Mal wieder damit verknüpft werden, sondern man wird quasi automatisch von verschiedenen Themen wieder zu Lösungsmöglichkeiten, die bereits bestehen, weitergeleitet. Genau, nehmen wir mal das Beispiel Bienensterben unter dem Thema Tierschutz oder Natur und Umwelt. Ja, es gibt Informationsdinge im Thema Umwelt und Naturschutz und natürlich dann auch die Aktionen. Man verbindet es nur ganz einfach und es ist kein Geheimnis, aber bisher ist es halt in keinem Netzwerk so abgebildet, dass man durch die Klassifizierung eine sehr gute Übersicht bekommt, ja, wie so ein Regenbogen, wo schon mal die Themen vorsortiert
Unterstützung. Und B, damit einfach Mehrwerte geschaffen werden wieder für andere. Ne? Also man kann die Menschen halt in die Aktion, schlichtweg, man kann einfach endlich was machen, nachdem man auf das Action-Button getippt hat. Ja? Und man kann sich erst weiter informieren und dann halt in die Aktion kommen. Es ist wirklich so einfach, wie es sich anhört, einen Action-Button am Ende eines Beitrags, um zu sehen, was kann ich jetzt tun. Und diese Verlinkung, ja, das ist das, was wir machen, eines der Hauptfeatures. Jetzt, ich muss das bloß an diesem Beispiel erklären, weil weiß nicht, wie ich jetzt das anders erklären sollte. Ich bin vor kurzem auf eine Seite gestoßen in Amerika, die heißt Minds. Das ist so eine Open-Source-Plattform wie Facebook. Mhm. Und da ist zum Beispiel darüber diskutiert worden, ja, wo soll das Ganze hingehen? Und dann haben die gesagt, ja, es wäre wichtig, dass es... Was hingehen? Also die Netzwerke oder... Also, ja, diese Entwicklung von Open-Source-Technologie, gerade im Bereich Social Media, haben sie gesagt, es müsste sein, dass es für jeden speziellen Bereich ein eigenes Social Media gibt. Und da habe ich dann angeführt, dass es gerade im Entstehen ist, dieses Human Connection, wo eben direkt in politische Aktionen übergegangen wird. Und ja, das politische hat Aktion, also das ist falsch, also mal als politische Aktion übergegangen kann man es nicht nennen. Es ist ein Netzwerk, das erstmal thematisch alle Bereiche abdeckt. Und Politik und Demokratie ist ein Sechzehntel der Dinge. Ne? Also man muss wirklich, ja, politisch ist eine Partei oder nee, ich ist eine so meine ich es nicht in dem Sinne politisch. Ich meine politisch im Sinne von unser ganzes Leben. Politische Aktion, nein, so sollte das nicht verstanden werden. Sondern unser ganzes Leben besteht ja aus Politik im Endeffekt. Also in der Familie, alles ist ja eine Form von Interaktion meinst, von Menschen. Ja, und dass eben da konkret in die Aktion gegangen werden kann über Human Connection und dass es halt einfach nach einzelnen Bereichen gegliedert ist, weil das Problem immer der Feed war. Wie wird es verteilt bei Facebook zum Beispiel? Themenbasiert dann oder in der genau. Oder Mengenverteilung. Und da wollte ich jetzt fragen, du hast ja mal gesagt in einem Interview mit Ken, dass es quasi auch die Möglichkeit gibt, diese ganzen Filterfunktionen, ja. Also ich habe das ja noch nicht erklärt, also es gibt die verschiedenen Bereiche und du kannst jetzt zum Beispiel, gerade wenn ich jetzt über Natur was erfahren will, kann ich den Filter Natur machen und dann kriege ich nur den Feed über die Natur. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel aber einfach nur mal durchscrollen will, was gibt es denn gerade so Neues, kann ich die ganzen Filter auch weglassen und kann mir einfach anschauen, was gibt es denn gerade Neues. Und was mir dann am ehesten angezeigt wird, wie wird es ausgewählt denn? Aus dem Zufallsverfahren, genau. Natürlich. Also es geht darum, die Prinzipien ist ein Mensch, eine Stimme, immer die gleiche Chance. Na, nicht irgendwie veränderte Algorithmen bei verschiedenen Themen oder sowas, sondern jeder Post hat die gleiche Chance. Das ist wie ein Verteilerprinzip. Ja? Man kriegt so und so viele Posts und die muss man an so und so viele Leute... muss man die verteilen. Ja. Ne? Da geht es also darum, dass man sowas richtig natürlich verteilt und Käferchen? Juni-Käfer. Zwei Käfer sind gerade auch unterwegs teilweise. Genau, und so in dem Sinne ist man eigentlich sein eigener Algorithmus, wenn man den so will, weil man lässt einfach den Menschen die Freiheit, ja, sich ihr Programm zusammenstellen zu lassen. Es gibt ja ein Crowdfunding-Projekt. Genau. Was ist denn das Goal von diesem Crowdfunding und wie viel würden jetzt für die absolute das Mindestmaß, was man unbedingt noch braucht, um das zum Abschluss zu bringen, was wird noch gebraucht? Es ist so, dass man es ist immer schwierig in der Planbarkeit. Man versucht immer zu planen und es gibt diese Technologien, diese Neuerungen. Es ist schwierig. Wir versuchen das Netzwerk so schnell wie möglich fertigzustellen. Und ab einem Betrag von 600.000 Euro pro Jahr kann man halt richtig was rocken. Bei einem Betrag von 350 kann man, ich sag mal, alles in der, ja, alles ist safe soweit und man kann auch entwickeln, aber es ist halt nur ein gewisser Fortschritt und alles sind irgendwie am Anschlag. Also, Mindestanforderungen sind um die 350.000, dass man einigermaßen vernünftig arbeiten kann und ab einer Million wird dann das Logo überall auf der Welt auch zusammenfahren. Ja. Super. Hey, dann wünsche ich euch noch das Beste und so schnell wie möglich, dass es einfach boomt und durch die Decke geht. Ja, weil sowas Beste, braucht die Welt einfach. Ja, ich denke, es ist man sieht, was da alles Schönes daraus entstehen kann. Und ich glaube, wir brauchen diese positiven Veränderungen. Und ich denke, man sieht es auch hier. Es gibt so viel, was alles miteinander zusammenhängt. Leute, die sich gegenseitig wie Billardkugeln angestoßen haben,
die hier ihr Süppchen kochen, der ihr Süppchen, aber keiner für sich, sondern jeder ist irgendwie mit jedem am Start und hilft. Der eine filmt da, während der andere einen Vortrag hält. Hier wird Bühnentechnik aufgebaut, alles hängt irgendwie. Ja. Man unterstützt sich, wo man kann, denke ich mal. Ja, natürlich. Wir ein gemeinsames Ziel haben. Genau. Ich finde es auch sehr interessant, wenn man sich mal so umschaut. Bei anderen Festivals ist immer so eine Müllkulisse. Ja. Ich finde es hier auffallend sauber. Ne? Habe ich aber auch so bei den Demonstrationen oft erlebt, die räumen einfach ihr Zeugs auch auf. Ja. Ja, können wir mal ins Bier halt, ganz anderes Bewusstsein. Ding, ne? Also es ist halt, ja, also es ist schon sehr verwunderlich, was man alles dann doch hierüber liest. Da fühlt man sich ja so, als wäre man gar nicht da gewesen. Ja. Ne? Aber so ist halt die Welt. Wir gucken, dass es besser wird. Ne? Ja. Danke. Danke dir. Schön, dass du es einrichten konntest. Hat jemand.